Das hätte man freundlicher machen können, weil... Revelio. Naja. Halten wir es mal fest. Liebe Mirabelle, meine liebe Dot hat nach dir gefragt. Vielleicht kann ich sie überzeugen, für ein oder zwei Butterbier vorbeizukommen, wenn du kommen würdest. Es ist schon viel zu lange her. Wenn du schaffst, vorbeizukommen, könntest du dann wohl ein paar deiner Pflanzen mitbringen, die ganz besonders stark duftenden vielleicht. Seit dem Trollangriff hören die Kunden nicht auf, sich über den Geruch von, glaube ich, glaub's oder nicht, alten Socken zu beklagen. Anscheinend war ich bisher nicht in der Lage, den Gestank zu übertünchen. Ich hoffe, dich bald hier zu sehen, mit oder ohne Pflanzen. Deine Freundin Sirona. Manni? Revelio. Interessant, dass wir jetzt hier die ganze Zeit rumschleichen. Ich finde, das hat was. Müssen nur aufpassen, die Geister dürfen uns halt nicht hören. Professor Fick, ich habe gerade Ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Ich erhalte immer noch eine erhebliche Menge an Zuschriften bezüglich der Quidditch-Regelform, die das Stutschen untersagt. Was? Quidditch-Regelform, die das Stutschen untersagt, was meiner bescheidenen Meinung nach dem Spiel seine moderne Form verliehen hat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Zuschauer vor allem ein Interesse an Quidditch haben, weil sie hoffen, beobachten zu können, wie Hüter grün und blau geprügelt werden. Bezüglich Ihres Briefes möchte ich Ihnen im Namen des Ministeriums versichern, dass alle potenziellen Gefahren für die Welt der Zauberei überaus ernst genommen werden. Ich habe Ihre Bedenken registriert und sobald es die Kapazitäten erlauben, wird sich die Abteilung für magische Strafverfolgung den Angelegenheiten widmen, sofern es Ihr Zeitplan erlaubt. Wir schätzen die Ansichten von der lesenden Zauberin wie Ihnen sehr und Sie können beruhigt sein, dass wir die Angelegenheit im Griff haben. Sollten Sie es wünschen, kann ich veranlassen, dass meine Sekretärin Plätze beim diesjährigen Quidditch-Finale für Sie und bei Ihrem und eine Begleitperson besorgt. Ich bin mir sicher, Sie wollen ebenfalls gerne von den Ergebnissen der effizienten Regierungsarbeit profitieren. Das ist also... Professor Fick. Okay. Gib Gladwig Moon zusätzliche Monde zurück, um höhere Stufen zu erlangen. Hier ist einer dieser Schränke. Wenn du Revelio ausführst, werden Orte, an denen sich Autoritätsfiguren und Gegner in Rot angezeigt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Erinnerung an das Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind ihr wichtigster Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauberknallbonbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig im blauen Rauch eingehüllt und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingeln in den Ohren. Ich nehme an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Eieiei, Peeves, du Halunke. Revelio. Ahnungslose Gegner anzulocken. Revelio. Okay, die Frage. Ah, das ist wieder so ein...
mich hier jemanden beim Herumfallen erwischt, was? Ups. Gut. Muss ich aber auch nicht unbedingt machen. Hat er mich eiskalt erwischt? Lumos. Revelio. Automatisch, ne? Revelio. Theoretisch könnte ich den da hinlocken. Aber. Was ist mit deinen Klassen dieses Jahr? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Afodin unterscheiden können. Nun ja, es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du jedes Jahr, Matilda. Interessant. Ich muss theoretisch nur vorbei. Stufe 3. Das ist nicht so optimal. Wehe, du hast den Gewahrsam genommen. Auf einmal. Ich hätte nicht gedacht, dass da einer ist. Ja, das werden wir noch tausendmal sehen. Aber dann ist das so. Lumos. Bim 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 bim. So. Upsie. Ich bin so leise wie eine Maus. Das kriegst du auch nicht raus. Revelio. Das
Lass mich mal überlegen. Das ist auch schon mal gut. Jetzt können wir bei den Lehrern mal ein bisschen rumtuscheln. Lumos. Au. Ich habe keine Ahnung, wie ich den schlagen muss. Wie der stehen muss, damit das passt. Ob der mich angucken muss, ob der sich rumdrehen muss, ob der in der Nähe vom Schloss sein muss. Ich kann den halt auch nicht beeinflussen, ne? Ich kann mich nur in Geduld üben. Der arme Schlüssel. Beim ersten Mal habe ich einfach nur gedrückt. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Großartig. Ja, okay. Okay, von hier komme ich also auch rein. So. Revelio. Das also auch. Interessant. Alohomora. Oh nein, nicht schon wieder. Burgunde Quidditch-Handschuhe, die haben einen besseren Statuswert als ich, als meine aktuell. Was eigentlich komisch ist. Aber ja gut, dann liegt es wahrscheinlich eher am Level. Ich muss doch hier lang. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. So. Jo, ich will zwar nichts sagen, aber das ist ein Badezimmer. Alohomora.
Revelio. Ich weiß auch nicht mehr. Ach Mann, verdammt. Ah. Das ist gemein. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen? Kann ich mich nicht theoretisch dahin teleportieren? So, ich könnte natürlich jetzt hier eine Schleichmission machen und die Truhe da öffnen. Wenn ich das machen soll, könnt ihr das ja mal in die Kommentare oder in den Chat posten. Aber ich habe da jetzt nicht wirklich großartig Interesse dran. Schick. So, locken wir den Halunken mal weg. Was war was? Ein majestätischer Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. Ah, ach ja? Oh, das ist gemein! Oh, verdammt. Aber warte mal, wenn ich dem jetzt... Ich habe ein paar Fragen zu den Demigeist-Statuen. Ah, allein ihr Name jagt mir einen Schau. Na gut, wenn es... Ich habe keine weiteren Fragen. Komm. Das wird mies. Vor allem in dem, vor allem im Krankenflügel. Weil die Professor Garlic ja eigentlich, ich weiß nicht, ich mag die, die ist voll süß. Okay, fragen wir das nicht. Der bleibt also da, wo ich hingeschossen habe, verstehe. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da jetzt durch? Weil zwei Lehrkräfte auf einmal sind da dann doch extrem, einfach aus dem Aspekt her. Mami! Das war knapp. Das war wirklich knapp.
Ich hätte gedacht, er erwischt mich. Upsi. Tülü. Tü, 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 tü. Revelio. Ravenclaw? Ich kann eine Fliege spielen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Was war was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Oder nicht? Jedenfalls hatte ich große... Hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln erlernen. Ein majestätischer Sport, der umfasst das ganze Menschen. Bleiben die da jetzt? Warte mal, theoretisch. Wenn ich die da hinlocke. Das war nicht schlau. Aber ich könnte die theoretisch hier hinlocken. Zeig, Sie haben doch bestimmt Besseres zu tun, als herumzuschleichen und Nachsitzen zu riskieren. Ups. Och Mann. Warum sind die dann weggegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, ich bin doch so kacke, ey. Ich hätte vor allem gedacht, dass wenn ich dem jetzt schon zeige, wo ich dran bin, wenn ich dem schon eine bringe, dass der mir dann schon Stufe 2 beibringt. Aber ich glaube, das kann ich erst nach einer gewissen Zeit machen. Wir haben ja gerade erst Stufe 1 erlernt. Die Frage ist, ob die beiden Damen halt nach einer Weile auch ziehen. Das wird interessant. Muss ich das nur als Hufflepuffer machen? Nur wenn ich die hier hinlocke. Ich hab's geschafft, weil die mich erwischt haben. Könnte mich jetzt erwischen lassen, theoretisch. Aber ich habe eigentlich keine Lust drauf. Hier war ich schon. Dann kann ich noch hier runter. Die Frage ist, wo geht's da lang? Das würde mich mal... Im Auftrag... Och, komm schon. Bin doch schon fertig. Wenn ich mich theoretisch erwischen lasse, ne? Ups. Ich darf nicht zu weit weg. Mit meiner Autorität als Vertrauensschülerin. War zu langsam, die Alte. Tja, wilde Hilde. Mach's mal gut, ne?
So. Gut, ich bin echt am Überlegen. Der kann hier ruhig bleiben. Was haben wir denn hier? Enthüllen. So. 13 minus 5 sind 8 minus Spinne. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8 und 5 sind 12. 13. Also muss Fragezeichen 1 diese komische Robbe sein. Und Fragezeichen 2 ist 14 minus 3 sind 11. Ziege ist 0, 1, 2, 9. Also muss das hier dieses komische Tentakelbaumvieh sein. Großer dekorierter Tisch. Ich bin zwar hier theoretisch weg. Ah, nicht identifizierter Gegenstand Hals. Das läuft doch schon mal ganz gut. Gefällt mir. Rebellion. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Schade, schade, schade. Ich hoffe, die Zeit bleibt beim Schlösserknacken stehen. Was haben wir hier? Boxing! Mexikanische Kampffrösche. Revelio. Mein lieber Abraham, du wärst überglücklich, wenn du wüsstest, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor deinem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass die Jüngste keine eigene Koboldstein hat, also habe ich ihr einen von deinen geliehen. Ich wusste, dass du nichts dagegen haben würdest. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass du gut angekommen bist. Schreckliche Geschichten über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Elasa unterwegs? Und jemanden aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreib mir, wenn du einen Moment Zeit hast. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Akio-Duells. Deine Schüler bewundern dich so sehr, mein Lieber. In Liebe, Dingsbums. Revelio. Wir klauen hier einfach, stehlen hier einfach die Lehrer. Ah, das ist der Typ mit dem Akio-Duell, ne? Hier kommen wir noch nicht rein. Hier bin ich reingekommen und hier komme ich nicht rein, ne? Da brauche ich Stufe 2. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt.
Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Oha. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das machen wir doch. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Ja, da sind wir schon dran. Wie viele Statuen gibt es denn? Frage ist, wie viele Statuen... Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Na. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. So. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Kann man ja theoretisch auch abschießen, dann sind sie sauer und hauen ab. Auftrag abgeschlossen. Das ist doch schon mal schön. Nächsten Auftrag.